Meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Heute habe ich einen kleinen Rossmann-Haul für euch. Ich war heute spontan bei Rossmann gewesen. Ich brauchte noch Katzenfutter und eine Klobürste und deshalb bin ich zu Rossmann und habe noch ein bisschen was anderes mitgenommen. Ich habe gedacht, ich drehe das Video gleich für euch ab, dann kann ich meine Tasche ausräumen und ich würde sagen, wenn ihr wissen wollt, was ich gekauft habe, wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Einmal meine Tasche, die habe ich mit in den Rossmann reingenommen. Ich habe eigentlich nur die Tasche mitgenommen, weil ich wusste, dass ich ein bisschen was an Katzenfutter kaufen will. Ja, und dann ist noch ein bisschen was anderes dazu gekommen. Ihr wisst ja, wie das ist. Dann sieht man da was Neues, hier was Neues und ja, so ist das. Erstmal habe ich eine Klobürste gekauft. Sehr unspektakulär, aber ich habe sie gekauft und ich zeige sie euch jetzt hier auch. Also das war die günstigste, die es gab. Ich brauchte halt einfach eine neue langsamer und deshalb habe ich eine mitgenommen. Ich zeige euch heute hier Klobürsten, zeige euch, wenn ich zum Teppich reinigen. Also ihr seid hier nicht auf dem falschen Kanal, nein. Aber ich habe das gebraucht, weil ich wollte jetzt mal meinen Teppich im Flur und mein Sofa damit reinigen. Es soll sehr gut funktionieren, habe ich jetzt mehrmals gelesen. Also das hat richtig gute Bewertungen. Das ist eine Riesenpulle, also 650 Milliliter. Da komme ich bestimmt ein bisschen mit hin. Also da werde ich auf jeden Fall mal meinen Teppich mit reinigen. Ich werde euch das im Aufgebraucht-Video dann berichten, wie das geklappt hat. Also ich habe so einen hellbeigen Teppich und ich hoffe, dass hier alles mit rausgeht. Da sind zwar nur so ein paar Ränder, aber das soll sowas halt gut wegmachen und halt auch Autositze und sowas. Deshalb, also ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr Erfahrung damit habt. Das würde mich mal interessieren. Wenn ihr welche habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, ob das vielleicht irgendwie, ob es da noch irgendwas Besseres gibt oder so für alle Tierbesitzer oder Kinderbesitzer. Ja, dann noch was Haushaltsmäßiges und zwar einmal hier so Spülmaschinen. Deo ist das, Vierfach Power, ich mag das ganz gern, das ist jetzt pure Frische, ich hatte hier mit Zitrone gehabt, das hat mir nicht so gut gefallen und halt von Domol einmal den Spülmaschinenreiniger, da lasse ich die Spülmaschine dann einmal komplett durchlaufen und hänge danach so ein Teil rein. Ja, das musste ich auch eh mitnehmen, deshalb habe ich es dann jetzt hier gekauft. Dann habe ich mir für die Air-Up-Flasche, die wir hier zu Hause haben, einmal Pfirsich gekauft, das hatten die dort stehen, ich wollte wieder eine neue Sorte, ich habe momentan Berry drauf, ich mag das Air-Up, muss ich sagen und ich finde auch, dass das Wasser tatsächlich so ein bisschen danach schmeckt. Also ich mag es gern. Das schmeckt mir besser wie so einfach das leere Wasser ohne Duft, ohne Geschmack. Deshalb kaufe ich mir die ab und zu mal nach. Und ja, ich finde die zwar schon teuer und ich bin auch eigentlich ehrlich gesagt zu geizig dafür, aber mir schmeckt das gut und dadurch trinke ich halt mehr und das ist gut für meine Gesundheit. Deshalb habe ich mir das jetzt nochmal nachgekauft. Dann habe ich hier so ein paar Riegel mitgenommen. Das ist für meinen Freund einmal die Powerbar. Das sind halt so Nussriegel, die mag der ganz gern. Und für mich habe ich einmal hier Creamy Balls mitgenommen von Enerbio mit Nuss-Nougat-Füllung. Aber die muss ich weitergeben, beziehungsweise, ja, ich werde die verschenken, weil hier ist Ananasextrakt drin. Das denkt man ja auch nicht, dass in solchen Kugeln Ananasgranulat und Ananassaftkonzentrat und Extrakt drin ist, weil es ist ja eigentlich Nuss-Nougat und ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe auch nicht genau drauf geguckt und ich habe ja eine Allergie dagegen, deshalb werden die weiter wandern. Als nächstes habe ich mir einen Stift gekauft und der stand schon lange auf meiner Liste. Das ist von Baby Dream, ein extra sensitiver Puderstift. Und jetzt hört gut zu für alle, die reibende Oberschenkel haben oder unter der Brust schwitzen oder sowas im Sommer. Das Ding soll richtig gut sein und ich werde das austesten und ich werde da eventuell nochmal ein Video drüber machen. Das ist nämlich so ein Stick, so ein Babypuder-Stick und den kann man gut für unterwegs mitnehmen und ich finde das so klasse. Das gibt es auch nur bei Rossmann. Bei DM habe ich das noch nicht gesehen. Das ist halt einfach Babypuder, quasi Talg bindet überschüssige Feuchtigkeit und Olivenöl unterstützt auf natürliche Weise ein angenehmes Hautgefühl. Es ist ohne Parfum. Und das ist halt so ein Puderstift. Ich werde den jetzt mal rausholen. Wir gucken uns den mal an. Der gibt es in der Babyabteilung. Also der ist von Baby Dream. Und das ist halt wie so ein Deo-Stift quasi. So sieht das aus. Und jetzt will ich mal gucken, wie man den benutzt. Genau, man zieht das quasi hoch. Also man kann den Deckel hier so abziehen. Ich musste nämlich auch erstmal gucken. Und es riecht halt einfach nach nichts. Und das ist wie so ein Deo-Roller quasi. Ich zeige euch das mal hier auf meinem Arm. Seht ihr? Und da ist halt quasi das gepresste Babypuder drauf. Das ist dasselbe wie ein normales Babypuder, nur halt als Stick. Und das finde ich super, super, super praktisch für den Sommer und unterwegs. Kann man gut in die Handtasche tun. Ja, es ist wirklich hier so Babypuder. Und ich kann mir vorstellen, dass es wirklich für unterwegs sehr praktisch ist. Deshalb wollte ich es unbedingt haben und habe es jetzt mal mitgenommen. Werde das austesten, wie das im Sommer so ist. Ich wollte mir diesen
Summer Safer oder wie der heißt, holen aus der Höhle der Löwen, aber der kostet ja 17 Euro. Deshalb habe ich gedacht, ich probiere es erstmal mit diesem Puderstift aus. Habe ich nur Gutes drüber gelesen und der ist halt extra sensitiv und gegen Ausschlag und sowas wird das dann auch helfen. Ich habe immer das Problem im Sommer, weil meine Oberschenkel aneinander reiben. Und bei ganz kurzen Hosen oder beim Rock oder so ist das ziemlich nervig und ich glaube, viele von euch kennen das Problem, deshalb habe ich gedacht, ich zeige euch den hier auch und eventuell ist das was für euch und ihr könnt euch den nachkaufen. Ich werde dann auf jeden Fall nochmal berichten und ja, so sieht er einmal aus. Dann habe ich ein Duftspray entdeckt von Domol. Das habe ich vorher auch noch nie gesehen. Sprüht ohne feuchten Nebel, neutralisiert Gerüche. Das ist ein Duftspray und das erinnert mich so sehr an das von Fibres, weil das auch diesen Griff hier oben hat. Flower Garden heißt die Duftrichtung und wir sprühen das jetzt einfach mal. Ich möchte mal wissen, wie das riecht. Also das riecht gut, also das gefällt mir vom Duft sehr gut, das ist wirklich sehr floral und frisch, muss ich sagen, gefällt mir. Hat jetzt auch nicht nass gesprüht, tatsächlich finde ich sehr gut, weil man ganz oft auf dem Boden, wenn man so Fliesen oder so einen glänzenden Boden hat, sieht man diese Punkte überall von diesen Sprays, wenn da zu viel oder zu feucht rauskommt. Und ja, das finde ich ganz gut, muss ich sagen. Werde ich euch auch berichten, wie es dann im Endeffekt war. Aber so jetzt erster Eindruck ist gut. Dann habe ich einen Reinigungsschaum entdeckt. Und zwar gibt es bei Isana eine richtig gute neue Serie. Isana Pur heißt diese Reihe. Und das soll 0% Parfüm, 0% Sulfat, Silikone, Parabene und 0% Mikroplastik. Also 0% von allem. Und bei CodeCheck soll das ein Green Rating haben von 96%. Also das ist hier auch nochmal... Das soll wirklich komplett gute Inhaltsstoffe haben. Das ist ein Reinigungsschaum, was ich mir hier mitgenommen habe. Ich wollte erstmal ein Produkt austesten. Sanfte Reinigung mit Niacinamid und Panthenol. Jeder Hauttyp, auch für sensible Haut geeignet. Also das ist einmal so ein Reinigungsschaum. Der hat Vitamin B3, also das Niacinamid drin und Panthenol mit Provitamin B5. Befreit schonend und gründlich die Haut von Make-up und Schmutzpartikeln. Milde Reinigungsformel ohne Parfüm, belebt die Haut. Und selbst für empfindliche Haut geeignet. Also das hört sich wirklich gut an. Das ist halt einfach so ein Schaum, den man hier so pumpen kann. Ich zeige euch das mal. Ich werde es jetzt einfach mal ausprobieren. Das ist ein ganz sanfter, feiner Schaum. Ne? Könnt ihr sehen? Also ihr seht schon, der ist ganz, ganz fein. Das riecht tatsächlich nach eigentlich nichts. Also ganz, ganz sanft riecht es vielleicht. Ja, so also gefällt mir gut und zeige es euch mal hier. Es ist wirklich so ein richtig schöner, reichhaltiger, weicher, softer Schaum. Also wenn ihr wisst, was ich meine, der hat ganz, ganz viele, der ist halt ganz soft, nicht so grob porig. Ja, und ich muss sagen, ich fand das Produkt richtig interessant, weil ich liebe solche Schäume fürs Gesicht. Ich habe momentan auch einen, aber von Cosnature und habe auch noch einen von Hello Body. Den mag ich übrigens auch sehr gerne, den Hello Body Kokos. Aber der hier ist auch ziemlich fein porig und ich kann mir vorstellen, dass der auch sehr gut das Gesicht reinigt. Ich mache dieses Double Cleansing und da funktioniert das halt sehr gut mit so einem Schaum. Deshalb habe ich den jetzt mal mitgenommen. Ich werde es euch dann auch berichten. So, und jetzt habe ich mir noch Masken mitgenommen. Da konnte ich nicht dran vorbeigehen. Ich weiß, ich brauche eigentlich keine. Aber ja, diese Beauty-Masken, die waren alle im Angebot für 88 Cent. Deshalb habe ich mir da welche mitgenommen. Ich habe mir einfach von jeder Sorte eins mitgenommen. Die pinken, die blauen. Dann gab es noch die lilanen. Die habe ich übrigens noch nie gehabt. Die werde ich jetzt dann auch mal austesten. Die sind mit Peptiden, Hyaluron und Vitamin A. Dann die Veggie-Mixture. Das sind die grünen. Die habe ich, glaube ich, auch noch nicht getestet. Die sind mit Gurkenextrakt, Tigergras und Hyaluron. Und dann halt noch die besten. Das finde ich, sind wirklich die besten von dieser Reihe hier bis jetzt, die ich getestet habe. Die Beauty Boost, das sind die goldenen. Die sind nämlich mit Kollagen, Hyaluron und Zauberstrauch. Also die sind wirklich gut und da habe ich mir halt einfach mal so ein bisschen was im Backup mitgenommen. Augenpads kann man immer gebrauchen. Und dann gab es noch so eine neue Reihe, die war auf diesem Neuheitenturm mit drauf. Also das war jetzt für den Juni, für den Neuheitenturm. Und da habe ich einmal auch Augenpads mitgenommen. Die fand ich so schön. Relax Somewhere Tropical heißt die Reihe. Und die ist so ein bisschen wie die von DM. Da ist ja auch so eine Tropical-Reihe momentan. Und das sind die Hydrogel-Augenpads, belebend mit Hyaluron, Ananas und Drachenfruchtextrakt. Ich hoffe, dass ich darauf nicht reagiere, aber normal habe ich das nur von innen mit der Ananas, nicht von außen. Ja, das sind Hydrogel-Pads und die werde ich dann ausprobieren. Und da habe ich mir auch dann halt die passende Hydrogel-Maske mitgenommen. Die ist mit Mango und Drachenfruchtextrakt. Also so sieht das aus, richtig schön mit so einem Tucan drauf. Sieht
sehr, sehr schön aus, die Reihe. Hat mir so gut gefallen, musste ich dann einmal mitnehmen. Habe es auch nur einmal mitgenommen. Und bei The Beauty Mask Company gab es auch eine neue Maske. Das ist eine Ananas- und Papaya-Maske für Super Glow mit Superfruchtextrakt. Also das ist auch eine Tuchmaske, das hier. Das andere war ja eine Hydrogelmaske. Ja, mit Ananasextrakt. Also ich hoffe, ich vertrage das. Ist auf jeden Fall für strahlenden Glow und verfeinertes und geklärtes und frisches Hautbild. Genau, also das werde ich auch austesten. Da habe ich erstmal wieder ein paar Masken. Ich habe ja noch keine zu Hause, aber die mussten wirklich mit. Ja, und das war eigentlich mein Einkauf. Also ich habe hier noch einmal hier so Matt für meine Spülmaschine auf Vorrat mitgenommen, einfach weil halt meine bald wieder leer gehen. Ja, die sind aber uninteressant für euch, deshalb habe ich euch die jetzt eigentlich so nett gezeigt. Hauptsache, ich habe euch die Klobürste gezeigt, ne? Das war das Wichtigste. Nee, also das war auf jeden Fall mein Einkauf und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzuschauen. Ich habe gedacht, ich lade euch das hoch, ist immer interessant für euch, ne? Was man kauft. Dachte, am interessantesten ist vielleicht der Isana-Schaum und dieser Puderstift. Also der Puderstift finde ich extrem interessant und ich hoffe, dass es bei mir funktioniert und ich finde das für unterwegs halt. Man kann ja keinen Puder mitnehmen und kann sich das dann dahin, das hier ist schon ein bisschen, da kann man mal schnell auf Toilette gehen, kann sich das vielleicht auffrischen oder so, einfach wie ein Deo-Roller drüber gehen und fertig. Finde ich total klasse, schreibt mal, was ihr davon haltet. Auf jeden Fall verabschiede ich mich jetzt von euch, wir haben es schon abends spät. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, lasst mein Video sehr gern ein Däumchen nach oben da, abonniert gerne meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt, solltet ihr das nachholen, ihr könnt dann auch kein Video mehr von mir verpassen und aktiviert gerne das Glöckchen, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online geht. Vielen Dank und ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, wie auch immer. Tschüss!